Na dann. Suchen wir die Schatulle des Ixchel. Wir sterben ungefähr 50 Mal zwischendurch, wenn es reicht. Hat sie da gerade Gold hingeschmissen oder hat sie sich was abgeholt? Beides wäre überflüssig. Wir brauchen es selber, um zu handeln. Und wenn sie es geopfert oder gespendet hat, oder geklaut hat, umgekehrt, wäre es auch ein bisschen Prothese. Also ich bin dafür, dass das da vorne die Schatulle ist. Und dass wir jetzt keine Kämpfe mehr kämpfen müssen. Dass wir das Spiel gewonnen haben. Hoppa! Aber ich vermute mal so einfach. Wird es nicht sein. Ein Geruch des Todes. Habt ihr in eurem Rechner schon die neue Großkarte? Das ist der neue Hit jetzt nach Grafikkarten und sowas. Geht's mit Großkarten weiter? Alles klar. Nee, nichts ist klar. Das ist schon wieder Kaka. Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Ich bin einfach nur mal wild dran gesprungen. Oh, sieht nicht so aus, als ob es hier weitergeht. Ach, da, guck mal. Müssen wir schwingen? Warum auch immer das jetzt wieder nicht geht? Was soll das? Jetzt geht's nicht, nach links geht's nicht, also müssen wir nach unten. Wenn wir nach unten müssen, dann müssen wir springen. Und nachdem wir gesprungen sind, müssen wir springen. Ja, mittlerweile kenne ich auch die Reihenfolge hier. Guck mal, das ist ein Fahrstuhl. Nehmen wir doch lieber den. Ist der Knopf zum Drücken? Oh, das ist doch schon wieder Kaka. Drücken Sie X im Sprung. Über die Klüfte zu springen. Ach Gott. Das ist doch schon wieder scheiße mit der ganzen Scheiße. Neues Basislager entdeckt. Fehlende Ausrüstung für weite Weile. Verstärkte Messer erforderlich. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Ein verstecktes Messer. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ein Upgrade. Ich muss ihn aufhalten.
Fähigkeiten haben wir nur einen, ne? Zwei Fähigkeitspunkte. Mr. Clear, Herzensbrecher, Mal der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit Fallgift und Toxin. Seltene Tiere zu finden, Nest der Viper, Verlockung der Viper, Grabbelohnung. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig den Angriffen der Feinde. Ich glaube, das ist bei mir gar nicht so doof. Dadurch. Was? Oh. Na dann, geh mal dadurch. Das war dann nicht entschlüsseln. Doch, konnte ich. Cool. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Den Bauch der Schlange erklettern. Weil was können? Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Weil was können, klettern wir weiter. Guck mal, wir können das. Hast du gesehen, ne? Dass wir klettern können. Boah, stinkt das. Hä? Wieso lässt sie mich gerade... Ach Gott. Nee, war doch richtig. Ich bin verwirrt. Zu viele... Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Einzigen Weg, den ich sehe, ist... Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Oh, ist das eklig. Ach, Leute, im Ernst. Ach, ist das widerlich. Ja, jetzt sag ich doch. Mein Reden. Mein Reden. So. Da dranhängen. Da rüberspringen, oder was? Sein. Nein. Doch.
dich. Alter, okay, wenn sie in so einer Situation leckt, dann ist das schon fies, oder? Ich sehe nichts. Du schaffst das. Natürlich. Bleibt uns da nichts anderes übrig, als es zu schaffen, oder? Hast du eine andere Idee? Rituelle Opfer. Ja, nun? Nicht lang. Was muss hier lang gehen? Ach. Ja. Wo müssen wir hin? Da rein oder da runter? Wird nicht besser, oder? Jetzt gleich weiter, du musst hier noch was abzuholen. Ja. Ich hab wohl keine Wahl. Ernsthaft? Warte, das Spiel ist ab 16? Wir ja schon im Magen um. Oh, 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 bleib mal in Deckung. Wollen wir lautlos killen oder was? Ja, nimm sie Kati. Ist das einer der Rebellen? Gibt irgendwo einen Zugang. Ja. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Halt, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, geht doch noch nicht. Der Geruch wird immer stärker. Ja. Ich merke es auch schon. Lass uns zurückgehen. Komm, wir gehen jetzt zum Ausgangspunkt. Wir steigen wieder ins Flugzeug zurück, fliegen nach Hause und, fertig ist der Lachs hier. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja. Okay, hier gibt's nichts mehr zu holen. Na dann. Uff, uff, in den Kampf. Kopf der Schlange. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Ha!
Das hat nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Halt. Hier runter. Quatschkopf, kannst du mir erzählen, was du lustig bist? Du wirst es nicht mögen. Warum stürzen die ab? Warum stürzen sie ab? Wer hat das erfunden? Hörst du Platsch? Du musst doch irgendwo lang gehen hier. Zwar bin ich ganz sicher da lang. Aber Laura ist sich da nicht so sicher, die stirbt lieber. Ja, geradeaus, das ist zu weit weg. Selbst mit X. Ist es nicht so weit weg? Nein, komm, schwing dich. Oder muss ich woanders lang klettern? Wo noch? Ne, ist schon richtig. Dran springen. Und abseilen. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Prüfung der Schlange. Na, jetzt wird's ja wieder lustig, wa? Okay, ob das so richtig war. Halt! Die Barriere muss verbrennen. Welche Barriere? Ach, die, okay. Das heißt, wir müssen das Feuer da hinkriegen. Wie macht man das? Am besten mit Öl. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, was wir da reinschütten.
Da haben wir doch schon mal Öl. Und das gießen wir jetzt hier rein. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Die Barriere muss verbrennen. Halt! Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl. Ah. Blut. Okay, Blut wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwie großartig brennt, aber Öl... Gebe ich zu, habe ich schon mal von gehört. Renn doch nicht daran vorbei, Mädchen. Da. Drück. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ach, auf einmal ist hier alles Öl und alles Feuer weg. Aha. Ist denn jetzt hier nochmal irgendwas? Okay, gehe ich jetzt kaputt? Wenn ich jetzt Öl laufe? Nö. Ist so dunkel hier. Nein! Stirb nicht! Ich muss weiter runter. Das hast du aber eben nicht gesagt. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Ich bekomme etwas Angst. Okay, hier haben wir wieder ein Feuer oder ein Ölauslass. Dort oben holen wir das Öl her und das fliegt dann hier lang und fließt da runter und setzt dann da unten alles in Flammen. So, dann haben wir hier aber auch noch Seile. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Wofür bist du da? Zeig doch mal. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Okay. Pass mal auf. Und zwar habe ich mir das gedacht wie folgt. Wir kennen das ja schon. Und dann machen wir das. So. Dann geht das Öl auf. Wir rennen hier runter. Machen das Feuer auf. Der ganze Spaß geht hier in Flammen auf. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Wieso? Die Frage ist nur, während es brennt, wie kommen wir da runter? Fließt zur falschen Stelle, hat sie gesagt.
Heißt, wir müssen mal gucken, was wir hier noch so fabrizieren können. Zum Beispiel tot gehen können wir hier, ganz gut. Das funktioniert auf jeden Fall. So, das haben wir schon mal. Das Feuer hier runter. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Wenig Drehmoment. Halt, hast du nicht auch? Doch, hast du. Ha, gucke mal. Wirst du heute doppelt genutzt, wa? Nee, würde dich jetzt gerne drehen. So. Und jetzt würde ich dich gerne drehen. Weil jetzt müsste es ja mehr Drehmoment haben. Richtig? Ich? Ich haben wir schon mal. Eine Barriere. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Nicht das zweite. Ach! Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Lass mal ein bisschen drehen hier. Frage ist halt nur, in welche Richtung. So, hier kommt das Feuer rein. Stopp. Stopp, 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 nicht so weit. Ein Stück zurück. Jetzt weiter.
Ah, war eine andere Idee. Vielleicht eine andere Idee. Nein! Na gut. Jetzt immer noch in der falsche Richtung. Aber es macht nichts. Ich habe eine Idee, was den Hebelweg anbelangt. Schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Ja. Ich stehe doch hier neben. Funktioniert das nicht? Dass ich es mit dir verbinde? Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Das ist klar. Oh, du bist klar, ihr beiden. Hab ich das zweite Rad gedreht. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Die beiden miteinander verbinden. Dann drehe ich hier dran und der dreht sich mit. Ach, da muss ich vielleicht von der anderen Seite. Warte mal. Ich habe eben von dem da oben hier runtergeschossen habe und wenn ich das jetzt umgekehrt mache. Ist das nämlich so. Warte, ich will da nicht so weit. Mal an einem Tag.